Mein Name ist Fredelius. Ich habe die Ehre, den Hauptdarsteller von Der Tod des Filmemachers zu spielen. Ich weiß, das mit der Mundbewegung klappt noch nicht so richtig, aber nehmen wir einfach mal an, es handelt sich hier um ein Voice-Over. Nach meinen vorliegenden Informationen setzt der Film sich mit dem Herstellungsprozess eines Stop-Motion-Films auseinander und erzählt ihn aus der Sicht der Animationsfiguren. Ich finde im Laufe der Handlung heraus, dass ich ein Superschurke des allerfiesesten Ausmaßes bin. Aber jetzt mal ehrlich, tatsächlich hat mich niemand gefragt, ob diese Rolle überhaupt zu mir passt, also fange ich an, darüber nachzudenken. Ich wehre mich gegen das mir auferlegte Schicksal. Ich bin ein lebender Widerspruch. Das hier ist Cornelius. Er hat das Ganze hier ins Leben gerufen. Es handelt sich um sein Masterabschlussprojekt bei der HS Mainz. Er hat schon alle möglichen Dinge Leben eingehaucht. Beim Brickfilm. Scherenschnitt. Barbie-Puppen. Oder Claymation. Oder deiner Mutter. Er hat aber auch schon Realfilme gedreht. Doch diesmal ist alles größer und aufwendiger als jemals zuvor. Und hier kommt ihr ins Spiel. Ihr könnt aktiv dazu beitragen, dass der Film so professionell wie möglich wird. Je mehr Unterstützung wir erhalten, desto besser wird der Tod des Filmemachers. Hier sehen wir zum Beispiel den Maskenabguss unseres Darstellers Mika Metz, der den toten Filmemacher spielen wird. Zumindest solange er lebt. Neben einem Raumschiff, einer Westernlandschaft, wird für mich persönlich eine Superschurkenbasis aus Beton errichtet. Auch die ganzen Materialien, Werkzeuge, Tische, Platten und Stoffe müssen irgendwie bezahlt werden, ganz zu schweigen von der Raummiete. Es kann umso mehr in die Trickkiste gegriffen werden, je mehr Budget da ist. Aber keine Angst, ich arbeite pro bono. Naja, das heißt, Cornelius hat mir versprochen, dass ich die Massenvernichtungswaffen behalten darf, die er mir auf den Satellitenfotos gezeigt hat. So hat jeder was davon. Ich will ja auch gar nicht um Almosen betteln. Ich denke nur daran, was euch entgeht, wenn ihr nicht spendet. Zum Beispiel die streng limitierte Unterstützer-Edition der DVD mit Making-of und extra Specials fürs kuschelige Heimkino. Auch das Poster oder das T-Shirt zum Film wird es nur im Rahmen dieser Crowdfunding-Kampagne geben. Also, unterstützt das Projekt, teilt das Video und wir lassen den Filmemacher gemeinsam sterben. Ich wünsche euch bis auf Weiteres einen schönen Tag.